Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und dem Spartenobmann der Wirtschaftskammer für Banken und Versicherungen Andreas Treichl. Und ich ersuche zunächst um das Statement vom Herrn Finanzminister. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Krise betrifft uns alle und sie ist zweifellos eine der schwersten, die wir je erlebt haben. Viele sprechen von der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Da ist es notwendig, dass wir alle zusammenstehen, zusammenarbeiten und uns auch gegenseitig unterstützen. So sehen wir als Bundesregierung auch unsere Aufgabe. Und aus diesem Grund haben wir bereits vor einigen Wochen einen 38 Milliarden Euro schweren Schutzschirm über die gesamte österreichische Volkswirtschaft aufgespannt. Wir wollen damit Arbeitsplätze sichern und Unternehmen durch die Krise begleiten, damit wir möglichst gut gemeinsam aus dieser Krise heraus starten können. Nach einem Monat sind bereits Soforthilfe und Liquidität in der Höhe von 5,7 Milliarden Euro finanziert worden. Wenn man dann noch die Kurzarbeit dazu rechnet, sind es mittlerweile über 10 Milliarden Euro, die hier geflossen sind. Von den verschiedenen Bereichen, wenn ich das kurz durchgehen darf, Steuerstundungen sind mittlerweile fast 4 Milliarden Euro getätigt worden. Im Härtefallfonds in der ersten Phase sind 121 Millionen Euro an Hilfen ausbezahlt worden bei 144.000 Anträgen. Und heute startet ja die zweite Phase. Anders als bei der ersten werden wir hier gewisse Kriterien öffnen. Es fallen sowohl die Verdienstobergrenzen nach unten als auch nach oben. Nebeneinkünfte sind möglich, Mehrfachversicherung ist möglich. All das wird in der zweiten Phase als Ausschlusskriterium wegfallen. Und wir werden die Möglichkeit schaffen, bis zu 6.000 Euro für Selbstständige zur Verfügung zu stellen. Was Garantien und Haftungen betrifft, sind die mittlerweile bei 2 Milliarden Euro, die das Finanzministerium genehmigt hat. Aus dem 15 Milliarden Euro Corona-Hilfsfonds sind ja verschiedene Garantiemöglichkeiten da. Einerseits die 90-prozentige Haftung, die der Bund jetzt übernimmt über die COFAG, aber auch, und das ist neu, die 100-prozentige Haftung, die seit vorletzter Woche beantragt werden kann. Wir sind hier in Österreich einer der Vorreiter in Europa. Es gibt nur drei Länder innerhalb der Europäischen Union, die diese 100-prozentige Haftung seitens des Staates auch übernehmen für kleinere, mittlere Unternehmen bzw. Kredite bis zu einer gewissen Höhe. Uns war das sehr, sehr wichtig, dass wir von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, denn damit entfällt de facto das Risiko für die Banken, dass jemand zu sehr in das Eigenkapital hineingehen muss. Mit der 100-prozentigen Überhaftung schaffen wir es, dass wir den Unternehmen rasch die Möglichkeit bieten, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Mittlerweile sind hier über 600 Anträge gestellt worden. Das ist ein Haftungsvolumen von über 100 Millionen Euro. Hier sieht man, dass das auch sehr rasch und sehr zügig umgesetzt und in Anspruch genommen worden ist. Das Zuschussprodukt, wo es ja auch darum geht, dass man beantragen kann, wenn man von Umsatzentfällen betroffen ist, dass man einen Teil der Fixkosten und einen Teil der verdorbenen Ware ersetzt bekommt vom Staat, startet mit Anfang Mai. Die Abrechnung erfolgt ja mit der Bilanz diesen Jahres, das heißt nächstes Jahr. Und in der Kombination soll das eben dazu beitragen, den Standort möglichst gut durch die Krise zu bekommen, um auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Generell zu den Kreditvergaben. Hier wurde uns vom Bankensektor mitgeteilt, dass mittlerweile ein Volumen von über 14 Milliarden Euro vergeben worden ist. Das ist ein Vielfaches im Vergleich zu normalen Zeiten. Das Kreditmoratorium, das wir seitens der Bundesregierung auch gesetzlich fixiert haben, wo Personen, die von der Corona-Krise betroffen sind, auch Stundungen ihrer Kreditzahlungen beantragen können, ist mittlerweile 110.000 Mal beantragt worden, ein Volumen von 8,8 Milliarden Euro. Wir haben damit ein umfassendes Netz geschaffen, um zu versuchen, möglichst jede Betroffenheit auch beantworten zu können und alle, die unter der Krise leiden, unterstützen zu können. Das ist ein sehr großer und breiter Instrumentenkoffer. Da können manche momentan ein wenig den Überblick verlieren. Und damit das nicht passiert, haben wir im Finanzministerium auch eine eigene Hotline eingerichtet, wo sich alle Betroffenen hinwenden können,
um genauer fragen zu können, welches der Instrumente aus dem Instrumentenkoffer für die jeweilige Betroffenheit das Richtige ist. Das geht von den Garantien über den Härtefallfonds bis hin zur Frage der Kurzarbeit. Jetzt in der Abwicklung sind viele verschiedene Stellen gefordert. In der zweiten Phase des Härtefallfonds die Wirtschaftskammer, darf ich auch da bedanken für die rasche Umsetzung. Aber eine große Last liegt auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der österreichischen Banken, die in vielen Fällen das direkte Gesicht für die Hilfe in der Krise sind, gerade wenn es um Unternehmen geht. Ich möchte mich hier explizit auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Banken bedanken, die direkt in Kontakt mit den Kundinnen und Kunden sind. Da ist vieles möglich geworden, was noch vor kurzem viele nicht für möglich gehalten haben. Dennoch eine große Bitte an alle Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeiter. Es sind hochemotionale Zeiten für viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Es geht um Existenzen, es geht um das Überleben. Und hier ist Hilfe rasch und unbürokratisch gefordert und daher auch die intensive Bitte, seien Sie sich bewusst, wie wichtig und wertvoll Ihre Tätigkeit gerade jetzt ist und wie sehr es auf jedes Wort, auf jede Zeile ankommt, wie Sie mit den Kundinnen und Kunden kommunizieren. Ich weiß, es vieles funktioniert sehr, sehr gut. Wir bekommen da und dort auch Hinweise, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt. Das liegt in den allermeisten Fällen auch am Bewusstsein, dass es eine besonders emotionale und schwierige Situation ist. Da die Bitte, sich auch darauf einzustellen und ein großes Danke für alles, was bisher geleistet worden ist. Wenn wir uns den internationalen Vergleich hersehen, dann sehen wir, dass Österreich hier sehr schnell und sehr gut reagiert hat. Das sagen nicht nur die Umfragen aktuell, sondern das sagen auch diverse internationale Vergleiche. Zum Beispiel hat der US-amerikanisch-britische Think Tank Deep Knowledge Group Österreich auf Rang 5 gereiht bei Covid-19 Safety Countries. Und innerhalb der Europäischen Union liegen wir in der Kategorie Most Supportive Governments sogar auf Platz 2. Das zeigt, dass wir hier wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, um möglichst rasch und unbürokratisch zu helfen. Wie gesagt, wir sind eines von nur 3 Ländern innerhalb der Europäischen Union, das die 100% Garantiemöglichkeit in Anspruch nimmt. Wenn man die bisherige Zahl der ausgezahlten Garantien hernimmt von knapp 2 Milliarden Euro, dann sind wir hier im Vergleich zu Deutschland auch sehr, sehr gut. Deutschland hat bisher circa 4,7 Milliarden Euro an Garantien gewährt. Wenn man den Faktor 10 hernimmt, sieht man, dass wir hier im Vergleich wesentlich besser sind. Und bei den Garantieprodukten und bei den Hilfsprodukten, die man ja auch bei der Europäischen Kommission nach Beihilfenrecht bewilligen muss, gibt es überhaupt 7 Länder, die noch gar keine EK-Notifizierung haben. Das heißt, auch hier sind wir die, die unter denen sind, die die Möglichkeiten hier ausschöpfen. Das ist auch gleich das letzte Thema, zu dem ich kommen möchte, das mir heute sehr am Herzen liegt. Sie wissen, es gibt das EU-Beihilfenrecht. Das heißt, immer wenn wir Hilfsprodukte für österreichische Unternehmen auflegen wollen, um ihnen durch die Krise zu helfen, um Arbeitsplätze zu sichern, müssen wir das innerhalb des europäischen Beihilfenrechts machen. Insgesamt ist Solidarität in Europa ja ein viel diskutiertes Thema und uns auch sehr wichtig. Und die Finanzminister der Europäischen Union haben hier in sehr langen, nächtelangen Sitzungen auch bewiesen, dass wir uns hier gegenseitig helfen wollen. Betrifft vor allem jene Länder, die besonders hohe Schuldenstände haben, dadurch auf den Kapitalmärkten unter Druck kommen und denen die anderen Länder solidarisch helfen wollen. Wir haben das getan mit vielen neuen Instrumenten, mit einem neuen Garantiefonds innerhalb der Europäischen Investitionsbank, mit einem europäischen Kurzarbeitergeld. Das ist ein Produkt, das für viele Staaten in Europa neu ist. Wir sind hier einer der Vorreiter. Mit schnellen ESM-Kreditlinien und mit einem eigenen Recovery Fund für die Zeit nach der Krise. Mir ist es aber wichtig zu sagen, dass diese Solidarität keine Einbahnstraße sein darf. Wir wollen auch Solidarität mit unseren eigenen Unternehmen walten lassen dürfen. Und daher fordern wir, dass wir die Krise auch insofern solidarisch nutzen, dass wir das EU-Beihilfenregime für die Zeit der Krise aussetzen wollen. Wir haben ja bereits Regeln ausgesetzt, wie zum Beispiel den Stabilitätspakt, wo es darum geht, auch flexibler Schulden machen zu können. Das ist in Ordnung. Wir haben Flexibilität gezeigt bei den verschiedenen Instrumenten,
wenn es um Solidarität mit anderen Ländern in Europa geht. Wir fordern, dass die Kommission auch mit Ländern wie Österreich Solidarität zeigt und das Beihilfenrecht temporär aussetzt. Wir müssen ja viele der Hilfsprodukte, die wir auf den Markt bringen, mit der Kommission abklären, bei der Kommission notifizieren lassen, mit der Kommission verhandeln, ob wir das überhaupt dürfen. Und ich denke, dass gerade in einer Zeit der Krise von solchen Ausmaßen das nicht angebracht ist, hier weiterhin dieselbe Art von Bürokratie walten zu lassen, wie das vielleicht in normalen Zeiten der Fall ist. In anderen Bereichen werden Ausnahmen gemacht, temporär. Ich glaube, hier sollten auch Ausnahmen gemacht werden, damit wir als Bundesregierung nicht daran gehindert werden, unseren eigenen Unternehmen auch so helfen zu können, wie wir das für richtig empfinden und Einschränkungen seitens der europäischen Ebene haben. Deswegen die Forderung, eine temporäre Aussetzung des EU-Beihilfenrechts. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Frau Ministerin, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, in Zukunft wird es für Banken und Unternehmen einfacher werden. Der Bund übernimmt für Kredite die volle Ausfallsgarantie. Die Banken können daher die Kredite ohne Bonitätsprüfung und damit sehr viel rascher vergeben. Dazu möchte ich auch die Banken auffordern und sie auch bitten, dieses entsprechend zu nutzen. Und das ganz besonders für die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe. Das heißt, in Zukunft können also diese 100% Garantien abgeholt werden. Die stehen zur Verfügung und werden vom Staat entsprechend besichert. Die neue Regelung ist ein wichtiger Rettungsanker für unsere kleinen und mittleren Betriebe in Österreich, die ja den Großteil der österreichischen Unternehmen ausmachen. Denn sie sind ganz besonders von der Corona-Krise betroffen und es ist wichtig, dass wir ihr Leid beschränken und dass wir ihnen in dieser Notsituation helfen. Die Haftung des Staates für KMUs von bis zu 100% ist ein guter Schritt und ich begrüße diese Möglichkeit ausdrücklich, die uns auch die Europäische Union hier gegeben hat. Aber wie schon gesagt, es ist nur der erste Schritt. Denn in Krisenzeiten sind andere Regeln gefragt. Die wirtschaftlichen Veränderungen sind derartig massiv, dass wir auch hier Änderungen machen müssen, weil unsere Unternehmen in der Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst und stark zurückgedrängt werden. Wenn wir uns also das europäische Beihilfenrecht genauer ansehen, so hat dieses ein wesentliches Ziel, nämlich innerhalb der Europäischen Union Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern und den unlauteren Wettbewerb zu verhindern und zurückzustellen. In der jetzigen Ausgestaltung, in der jetzigen Zeit geht es aber nicht um den Wettbewerb innerhalb der europäischen Länder, sondern es geht darum, in der Corona-Krise alles zum Wanken gebracht hat und die Verhältnisse verschoben worden sind, Stabilität zu schaffen, vor allem gegenüber anderen Kontinenten wie den USA und auch China. Europa muss also insgesamt gestärkt aus dieser Pandemie hervorgehen und deshalb habe ich in der vergangenen Woche mit dem Handelsminister Phil Hogan entsprechend gesprochen. Das war großes Thema im Handelsministerrat, wie wir hier die Lockerung des Beihilfenrechts für die staatlichen Förderungen für Österreich, aber auch für andere europäische Länder voranbringen. Und er hat mir zugesagt, dass er mit der zuständigen Kommissarin Margrethe Vestager entsprechend auch sprechen wird. Wir können hier nicht bei einem More of the Same bleiben, sondern wir müssen neue Wege gehen und schnelle Wege gehen, um mit dieser Geschwindigkeit die österreichischen Unternehmen, vor allem den Mittelstand, unterstützen. Sehr geehrte Damen und Herren, als Bundesregierung haben wir in den vergangenen Tagen alle Anstrengungen unternommen, um von der Corona-Krise in eine nächste Phase gemeinsam zu kommen und schnelle finanzielle Hilfe besonders in dieser Phase zur Verfügung zu stellen. Ich habe in den vergangenen Wochen mit vielen Unternehmen gesprochen und so auch mit den Banken, mit den Kreditauskunftsteilen und es braucht diesen Schulterschluss, diesen Paarlauf, dieses gemeinsame Unterstützen für die österreichischen Betriebe. In Österreich sind 99,6% aller Unternehmen klein- und mittelständische Unternehmen und gemeinsam sind sie der größte Arbeitgeber. Sie beschäftigen 2 Millionen Menschen in Österreich. Auf sie müssen wir besonders achten, sie müssen wir besonders unterstützen und sie brauchen auch unsere Hilfe.
Das heißt, Liquidität rasch zur Verfügung zu stellen, und dabei sind auch und gerade die Banken gefragt, denn sie sind es, die die staatlichen Garantien entsprechend gewähren. Nehmen wir das Beispiel eines Friseurs, der keine großen Sicherheiten besitzt, und er braucht die Bank zur Überbrückung und er braucht auch diese Garantien, um über diese schwierige Zeit hinwegzukommen. Das hat es zwar auch schon früher gegeben, also vor der Corona-Krise, aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Das Prozedere muss entsprechend vereinfacht werden. Es gibt daher keine Bearbeitungs- und Garantieentgelte mehr, die sind entfallen. Die Businesspläne, die man sonst immer wieder für die Zukunft braucht, haben vor allem bei Klein- und Mittelbetrieben im Moment wenig Sinn. Und die Kreditsicherungen, die es entsprechend braucht, sind auch wesentlich. Die AWS übernimmt die Garantien zu 100%. Wenn wir nun anschauen, was ist wichtig, so sind es aus meiner Sicht drei Punkte, wo ich die Banken besonders um Unterstützung bitte. Erstens, es gibt viele kleine Unternehmen, die bisher nur ein Girokonto hatten und keine Kreditlimits. Wir haben genau für diese hundertprozentige Garantie, diese staatliche Garantie geschaffen. Wichtig ist, dass die Zinsen in den ersten zwei Jahren bei 0% liegen, danach auf 0,75% ansteigen, und die Banken haben hier auch zugesagt, bei der Überbrückung der Kurzarbeit zu helfen. Zweitens ist ein ganz wichtiger Punkt zu betrachten, wie ging es dem Unternehmen vor der Krise. Das ist aus meiner Sicht der einzig entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, Businesspläne bei KMUs, bei mittelständischen Unternehmen abzufragen, die es im Moment nicht geben kann. Das Verlangen von Businessplänen ist deshalb etwas, was in diesem Falle zurückzustellen ist. Und es geht hier vor allem bei den KMUs darum, wie ging es den Unternehmen vorher, und von dem abzuleiten, kann ich und möchte ich diesem Unternehmen entsprechend die Unterstützung geben. Die Sicherheit dafür, die hundertprozentige Garantie, gibt der Staat. Und drittens ist die interne Kommunikation natürlich eine wichtige. Die interne Kommunikation der Bankmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kommunikation vom Management hin zum Mitarbeiter, der tagtäglich mit den Kunden in Kontakt ist. Und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Dafür bedanke ich mich auch recht herzlich. Dieser hybride Ansatz, den die meisten österreichischen Banken oder die österreichischen Banken primär fahren, nämlich eine Bankfiliale auf der einen Seite und das E-Banking auf der anderen Seite, das hat sich im Moment sehr bewährt, und ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Filialen, auch in den Zentralen, die Tag und Nacht arbeiten. Ich habe es auch dieses Wochenende wieder gesehen, dass sie laufend die Anträge abarbeiten, gemeinsam mit unserer AWS. Ich bedanke mich hierfür und für diese großartige Arbeit und die Leistung. Die österreichische Wirtschaft müssen wir durch diese stürmische Zeit gemeinsam bringen, und da ist das Thema der Banken, der Beitrag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sehr, sehr wichtig. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bundesspartenobmann Treichl. Bitte schön. Danke vielmals. Danke auch sehr für die freundlichen Worte. Wir sind uns als österreichische Finanzwirtschaft sehr wohl bewusst, welche Verantwortung wir in diesen extrem schwierigen Zeiten haben. Wir sind jetzt in der fünften Woche. Es gibt noch immer sehr viele Menschen und Unternehmer und auch zunehmend die wütend, die verzweifelt, die sich große Sorgen um ihre Zukunft machen. Ich kann, glaube ich, von unserer Seite aus sagen, dass in den letzten Wochen die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Finanzwirtschaft so gut war, dass wir gerade in den letzten zwei Wochen massive Fortschritte gemacht haben, und Beschwerden, die am Anfang da waren, es geht zu langsam, es ist zu bürokratisch, nehmen zunehmend ab, und auch das Volumen an Hilfestellungen hat massiv zugenommen. Ich glaube wirklich, dass wir jetzt ein Paket haben in Österreich, das allen Unternehmern, egal welcher Größenordnung, allen Unternehmerinnen, egal in welchen Branchen sie sind, Möglichkeiten bietet, ihnen hilft, durch diese Krise zu kommen. Wir vergleichen es mit anderen Ländern. In wenigen Ländern ist es so komplett
wie hier. Gerade auch das gesetzliche Moratorium, das in der letzten Woche dazugekommen ist, steht nun bereit für all diejenigen Unternehmer, die Frau Ministerin darauf hingewiesen, die eben nicht einmal Kreditfazilitäten haben und nie gewohnt waren, eigentlich Schulden zu haben und jetzt Möglichkeiten haben, ihre Liquiditätsprobleme zu lösen. Wir haben ein Kreditvolumen von über 14 Milliarden in der Zwischenzeit zur Verfügung gestellt. Wir haben über 113.000 Stundungen schon vorgenommen. Die Zahl nimmt massiv zu. Die Hilfestellungen unter dem gesetzlichen Moratorium wurden auch schon von über 17.000 Unternehmerinnen in Anspruch genommen und Menschen, Männern und Frauen in Anspruch genommen. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich in einer Situation sind, wo auch die emotionelle Seite sich gut eingependelt hat. Es ist richtig, dass man in diesen Zeiten besonders vorsichtig sein muss und dass die Emotionen schneller hochgehen als in ruhigen Zeiten. Und ich glaube, dass ich hier wirklich zu Recht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Finanzwesens ein großes Lob aussprechen darf. Sie arbeiten nicht nur rund um die Uhr, sondern sie sind auch wirklich bereit, auf die Sorgen und auf die Probleme der Menschen und der Unternehmer einzugehen. Wir sind jetzt in der fünften Woche. Wir alle wissen, dass es noch eine Weile dauern wird. Niemand weiß, wie lange es dauern wird. Und ich darf Sie auch beruhigen, dass die Situation von Seiten des Finanzwesens so ist, dass wir diese Krise auch noch eine Weile aushalten können, dass wir nicht in einer Situation sein werden, dass wir Hilfestellungen zurücknehmen müssen. Das österreichische Bankwesen ist extrem gut kapitalisiert, ist extrem liquide. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr geringe Anzahl an sogenannten Non-Performing Loans, sind nicht einmal 2%, das waren schon einmal 14%. Also wir sind sehr gut gerüstet, um diese Krise auch über eine längere Zeit, was hoffentlich nicht der Fall sein wird, durchzustehen. Es braucht sich daher niemand Sorgen machen, dass irgendwann einmal hier die Luft ausgeht. Die Kapitalbasis ist stark, die Liquiditätsbasis ist stark und wir haben auch in Österreich ein wirklich sehr gutes System entwickelt, wo alle Banken in der Lage sind, die täglichen Bedürfnisse im digitalen Weg abzudecken. Und jetzt sind wir auch in einer Zeit, wo wir unter Beweis stellen können, dass das Bankgeschäft auch ein Betreuungsgeschäft ist, dass wir nicht nur Finanzdienstleistungen anbieten, nicht nur Produkte anbieten, sondern dass es unsere Aufgabe ist, um die finanzielle Gesundheit der Menschen und der Unternehmen in diesem Land zu kümmern. Und das kann nicht alles digital passieren. Gerade in diesen Tagen sehen wir, dass das gute, alte, traditionelle Geschäft, wo die Menschen in den Filialen im direkten Kontakt mit unseren Kunden stehen, die unsere Kunden kennen, die auf ihre Emotionen und Bedürfnisse eingehen können, etwas unheimlich Wichtiges ist. Und deswegen glaube ich, ist diese Zeit auch eine Zeit, die beweisen wird, dass das Finanzdienstleistungsgeschäft etwas ist, das sich um die zweitwichtigste Sache im Leben der Menschen kümmert und dazu muss es auch menscheln können. Das ist etwas, was nie, hoffentlich auch nicht in 100 Jahren, nur digital abgewickelt werden kann und soll. Danke vielmals. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Ihren Fragen. Gibt es Fragen Ihrerseits? Hier zunächst ORF, Herr Schwitzer, führen Sie ihn. Bitte schön. Der Corona-Fonds, der wurde vor ungefähr 2,5 Wochen im Nationalrat beschlossen. Jetzt gibt es mit diesen 100%-Garantien den letzten Baustein sozusagen. Sie haben gesagt, es muss schnell gehen, die Unternehmen müssen schnell Liquidität bekommen. Aber geht das wirklich schnell genug? Und die zweite Frage wäre zum Thema Öffnung der Restaurants. Da hat der Bundeskanzler angedeutet in einem Interview, dass Mitte Mai Restaurants öffnen dürfen, wenn die Mitarbeiter Schutzmasken tragen. Wie konkret ist dieser Plan schon? Also zur ersten Frage, die Möglichkeit gibt es bereits. Man kann bereits in den Banken dieses Produkt beantragen und in Anspruch nehmen. Das haben bereits über 600 Personen getan. Das ist ein Volumen von über 100 Millionen Euro. Also was die Geschwindigkeit betrifft, sind wir hier besser als andere und Geld kann bereits fließen. Zur zweiten Frage darf ich Sie auf allfällige PKs der Regierungsspitze verweisen. Dankeschön. Dann kommen wir
Puls 4, bitteschön. Dann. Sie haben das Kreditmoratorium jetzt auch angesprochen. Das ist, glaube ich, bis zum 30.06. mal geplant. Reicht das? Die Krise wird relativ lange noch gehen wahrscheinlich. Ist es geplant, dass man da vielleicht verlängert? Gibt es da schon Verhandlungen? Können Sie sich das vorstellen? Bei dieser Krise war von Anfang an klar, dass wir auch ständig im Tun dazulernen. Wir haben uns angesehen, was sind die Best-Practice-Beispiele international, sofern es sie gibt. In vielen Bereichen gelten wir als Best-Practice-Beispiel. Wir werden in allen Bereichen, wenn es notwendig ist und wenn wir sagen, hier braucht es noch mehr, auch nachschärfen müssen. Das liegt aber an der Frage, wie lange die Krise dauert. Und wenn sich die Entwicklung so weiterträgt wie bisher, nämlich dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung sehr, sehr rasch und auch strikter als andere Länder getroffen haben, so fortsetzt, dann glaube ich, kommen wir mit den aktuellen Instrumentenkoffern aus. Dankeschön. Dann von Servus die Frau Neuhuber, bitte. Frau Wirtschaftsministerin, Sie haben am Wochenende im Morgenjournal darüber gesprochen, einen Sondertopf für Lehrlinge einrichten zu wollen, deren Lehrlingsabschlussprüfungen verschoben wurden. Jetzt eine Frage, wie viel Entschädigung wird denen denn zustehen? Und das Zweite, wie konkret werden diese Prüfungen ab 4. Mai denn ausschauen? Danke. Ja, die Lehrlinge sind uns sehr, sehr wichtig und sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet, jetzt auch in dieser Phase. Darum müssen wir auf sie achten. Es gibt 7.300 Lehrlinge, deren Prüfung verschoben wurde. Das heißt, die bereits einen Prüfungstermin im März oder im April gehabt hätten und der verschoben wurde. Für diese Lehrlinge werden wir genau für diese Zeit zwischen ursprünglichem Prüfungstermin und neuen Prüfungstermin die Differenz in ihrem Gehalt übernehmen. Das heißt, ein Lehrling, der die Schule abgeschlossen hat, macht ja bereits eine Stufe. Er bleibt nicht im Lehrlingseinkommen, sondern geht in die nächste Stufe des sogenannten Hilfsarbeitereinkommens. Aber zum Facharbeitereinkommen ist hier noch eine Differenz und für diese Zeit wird dies entsprechend ausgeglichen. Dankeschön. Herr Kiemeswenger von ATV, bitte hier vorne, bitteschön. Ja, jetzt stellt ja die Regierung jede Menge Geld zur Verfügung für Unternehmer. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht über diese Krisenfinanzierung, wo ja Ihr Koalitionspartner sagt, er kann sich eine Vermögenssteuer vorstellen? Was wären denn Ihre Vorschläge jetzt für so eine Gegenfinanzierung, sage ich mal? Zunächst mal ist jetzt wichtig, dass wir rasch und unbürokratisch und in ausreichender Höhe helfen. Ich mache mir hier weniger Sorgen, ob das reichen wird, weil falls mehr braucht, wird es mehr geben, das haben wir immer gesagt. Zum Glück hat Österreich in den letzten Jahren eine sehr solide Haushaltspolitik gehabt. Das versetzt uns jetzt in die Lage, auch besser und effizienter und umfangreicher helfen zu können, als das andere Länder vielleicht tun können. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig sein wird, hier Schreckensszenarien an die Wand für die Zeit danach zu malen. Ganz im Gegenteil, wenn ich mir die letzte Krise ansehe, wo die Staatsverschuldung Österreichs auf ca. 85% des BIP gestiegen ist, innerhalb von sehr kurzer Zeit, und wir uns dann ansehen, wie schnell das auch wieder heruntergekommen ist, nämlich innerhalb von 10 Jahren auf unter 70%, dann ist auch das ohne massive Gegenfinanzierungen passiert. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch dieses Mal so schaffen können. Dankeschön. Dann der Herr Herzog von Ö24, bitte. An den Finanzminister und an den Herrn Obmann-Treichel. Solidarität ist eine wichtige Sache in der Krise. Es dürfen keine Bonus und keine Dividenden ausgezahlt werden von Firmen, die Unterstützung bzw. Förderungen vom Staat bekommen. Jetzt könnte man die Haftungsübernahme des Staates bei Bankkrediten auch vielleicht als Förderung qualifizieren. Wie sieht es konkret bei den Banken aus? Können sich Banken in der Corona-Krise Dividenden und Boni auszahlen lassen? Ich kann es beantworten. Also der Schluss, dass Haftungsübernahmen für Kredite eine Unterstützung an die haftungsgebende Firma ist, das ist ein starker Tor. Es ist in Wirklichkeit, agieren wir als Treuhänder. Also das hat mit einer Unterstützung für die Banken überhaupt nichts zu tun. Soweit ich informiert bin, haben alle börsennotierten Banken darauf verzichtet, zum jetzigen Zeitpunkt Dividenden auszuzahlen. Und von den Banken, die diese Informationen weitergeben, weiß ich auch, dass sowohl für das Jahr 2019 Bonifikationen entweder ganz gestrichen werden, allerdings nur für die Vorstände, nicht für die Mitarbeiter, und man auch in Überlegung ist, Ähnliches für das Jahr 2020 zu tun. Dividendenzahlungen sind ja so und so bis Ende Oktober aufgeschoben.
Und bis jetzt haben schon relativ viele Banken, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, darauf verzichtet, Dividenden auszuschütten. In manchen Ländern, wie in der Schweiz, läuft das derzeit anders, aber das ist auch nicht Teil der Europäischen Union. Was die Garantieprodukte betrifft seitens des Staates, alle Unternehmen, die das in Anspruch nehmen, unterliegen auch diesen Kriterien, wie zum Beispiel keine Dividendenausschüttung. So, dann kommen wir jetzt zum Herrn Nowak von der Austria Presseagentur. Der hat sicher eigene Fragen und stellt stellvertretend für die Kollegen im Homeoffice dankenswerterweise deren Fragen. Bitte. Die erste Frage betrifft dass die Aussetzung des EU-Beihilfenrechts. Für wie lange und ist das eine Forderung im Alleingang oder gibt es dafür schon gleichgesinnte Länder? Ist das quasi hinter den Kulissen ohnehin schon, deutet alles in diese Richtung hin? Nun, das ist eine Forderung seitens Österreichs, weil wir sehr, sehr viele verschiedene Hilfsinstrumente für unsere Unternehmen auf den Tisch gelegt haben, um auch Arbeitsplätze zu sichern. Und was wir hier festgestellt haben, ist, dass es natürlich eine Zeit lang dauert und dass die Verhandlungen auch sehr komplex sind, auch unter anderem, weil wir die europäische Rechtslage beachten und auch mit der Kommission jedes einzelne Produkt verhandeln müssen, notifizieren lassen müssen, Nachfragen beantworten müssen etc. Und das verzögert natürlich den Prozess und ich denke, wenn man in allen anderen Bereichen jetzt Solidarität und Flexibilität walten lässt, wie zum Beispiel bei den Aussetzungen des Stabilitätsmechanismus, bei der Hilfe für Länder, die es brauchen, dann sollte das auch in diesem Bereich möglich sein, ein Aussetzen des Beihilfenrechts, wenn Länder ihren eigenen Unternehmen mit ihrem eigenen Steuergeld helfen können. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn wir mit österreichischem Steuergeld andere Länder unterstützen und dafür im Gegenzug ein Verbot bekommen, unsere eigenen Unternehmen mit unserem eigenen Steuergeld zu unterstützen. Das kann nicht sein. Deswegen ein temporäres Aussetzen des EU-Beihilfenrechts. Einen konkreten Fall, Anlassfall, an den Sie denken? Auer zum Beispiel? Wie ist da der Stand? Eher an das, was bisher passiert ist. Wir haben ja auch die verschiedensten Produkte, die verschiedensten Hilfsfonds auch notifizieren lassen müssen. Weitere Notifikationen, wie zum Beispiel vom Zuschussprodukt, die stehen auch aus. Das sind hochkomplexe Verhandlungen. Das würde den Prozess wesentlich vereinfachen, wenn wir darauf derzeit in der Krise temporär, solange die Krise dauert, keine Rücksicht nehmen müssten. Vielleicht darf ich noch ergänzen, es geht nicht so sehr um die Großen, sondern es geht vor allem um die mittelständischen Unternehmen. Diese 100% Garantie können wir ja bis 500.000 Euro geben. Wir haben aber immer mehr Unternehmen, die auch bei 1 Million liegen oder 2 Millionen, wo das genauso gerechtfertigt wäre. Und im Handelsministerrat waren einige skandinavische Länder, die das auch unterstützt haben und mehrere europäische Länder, die überlegen, sich hier sicherlich anzuschließen. Dann eine innenpolitische Frage. Die SPÖ wünscht sich einen Corona-Untersuchungsausschuss, um eine parlamentarische Kontrolle der Finanzhilfen an Unternehmen zu ermöglichen. Ist das etwas, das Sie sich vorstellen könnten, womit Sie sich anfreunden könnten? Oder reicht der Beirat aus, dessen Aufgaben man eventuell erweitern könnte? Es gibt da verschiedene Themen. Das erste ist mal, wir werden allen Aufforderungen des Parlaments natürlich nachkommen. Als Bundesregierung ist ja selbstverständlich. Das tun wir auch schon bisher. Wir haben die Berichtspflicht der Bundesregierung in diesen Corona-Hilfsfällen an das Parlament in einer höheren Frequenz beschlossen. Monatlich wird es einen Bericht geben. Darüber hinaus gibt es gerade Verhandlungen, soweit ich das mitbekommen habe, zwischen den Regierungsfraktionen und den Oppositionsfraktionen, einen eigenen Corona-Ausschuss zu haben, wo auch breit alles diskutiert wird. Wenn das Parlament das erbittet und verlangt, dann werden wir das als Bundesregierung natürlich sofort in der geforderten Form machen. Darüber hinaus haben wir schon von Beginn an alle Instrumente, die wir aufgestellt haben, so aufgesetzt, dass höchstmögliche Transparenz gegeben ist. Weil Sie den Beirat der sogenannten KOFAG ansprechen. Die KOFAG ist ja das Abwicklungsprodukt für all diese Garantieprodukte. Unterliegt dem Bankgeheimnis, aber wird absichtlich so konstruiert, dass nicht die Politik entscheidet, wer Hilfe bekommt, sondern dass Expertinnen und Experten entscheiden, wer Hilfe bekommt. Das war mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich will nicht, dass irgendwo in Zweifelsfällen der Anschein entstehen kann, der oder diejenige bekommt eine Hilfe vom Staat, weil es die Politik will, oder bekommt sie nicht, weil es die Politik will. Hier sollen Experten prüfen,
gibt es den Liquiditätsbedarf, wie hoch kann das sein, ist der gerechtfertigt, dann soll das Unternehmen die Hilfe auch bekommen. Das unterliegt natürlich auch alles dem Bankgeheimnis, und weil wir gewusst haben, dass es hier zu potenziellen Fragen seitens der Opposition und von anderen kommen wird, haben wir eine Möglichkeit gesucht, wie kann man sicherstellen, dass einerseits die sensiblen Daten der Unternehmen geschützt sind, da geht es ja um Bilanz, Zahlungsströme etc., und andererseits aber dem Bedürfnis nach Transparenz Genüge getan wird. Und deswegen haben wir diesen Beirat eingerichtet, wo wir gesagt haben, wir wollen allen Sozialpartnern und allen im Parlament vertretenen Parteien auch die Möglichkeit bieten, dass sie jeden einzelnen Fall einsehen können. Sie werden aufs Bankgeheimnis vereidigt, das heißt, das ist dann auch innerhalb des gesetzlichen Rahmens, und diese Personen können jede einzelne Förderung, jede einzelne Transaktion, jeden einzelnen Akt zu jeder Zeit, wo sie wollen, einsehen. Damit ist sichergestellt, dass wirklich niemand behaupten kann, dass was zu verbergen wäre. Wenn das Parlament darüber hinaus andere Kontrollen haben möchte, dann, wenn das beschlossen wird, werden wir das als Bundesregierung natürlich tun. Aber Sie sind ja nicht nur Regierungsmitglieder, sondern Vertreter Ihrer Parteien. Das heißt, was das Parlament entscheiden wird, entscheiden Sie ja mit quasi. Werden Sie sich als ÖVP, als Regierungspartei dafür aussprechen? Werden Sie dafür? Also ich bin absolut für eine parlamentarische Kontrolle. Wir tun das ja bereits. Und das, ob man das jetzt in einem eigenen Ausschuss macht, der auch so heißt, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Mir ist nur wichtig, dass sichergestellt ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, über diese Hilfen entscheiden Experten, nicht die Politik, keine weisungsgebundenen Beamten, damit auch klar ist, dass jeder, der es braucht, auch bekommt, ohne politische Einflussnahme. Und das Zweite ist, dass jeder einzelne Akt in diesem Bereich auch einsehbar ist von allen Sozialpartnern und allen im Parlament vertretenen Parteien, aber immer unter der Berücksichtigung der sensiblen Daten der Unternehmen. Vielleicht an Herrn Treichl auch eine Frage. Es wird ja trotz dieser umfangreichen Hilfsmaßnahmen ist mit einem Anstieg der Insolvenzen zu rechnen, auch mit Kreditausfällen. Die Garantien sind ja nicht überall 100%. Gleichzeitig hat die EZB beschlossen, doch die EU-Wirtschafts- und Finanzminister haben sich ausgesprochen, die Bankenregeln weniger streng auszulegen in dieser Krisenzeit. Heißt das, die Regeln waren ohnehin nicht so wichtig? Oder nimmt man bewusst ein höheres Risiko für die Banken in Kauf, und werden die Banken jetzt schon Risikovorsorgen erhöhen müssen für zu erwartende Kreditausfälle? Zunächst einmal die Tatsache, dass man jetzt einige der Restriktionen aussetzt, heißt nicht, dass sie nicht wichtig waren. Viele der Maßnahmen, die ja in den letzten Jahren gesetzt wurden von der EZB, wie Countercyclical Buffers etc., wurden ja eingeführt, um auch wieder abgeschafft werden zu können, wenn es notwendig ist. Und das hat die EZB zu meiner und auch zur Überraschung vielen sehr schnell und sehr unbürokratisch und auch richtigerweise gemacht. Deswegen waren sie ja nicht unnötig, das hängt vom Zeitpunkt ab, zu dem sie wirken sollen. In Bezug auf Risikovorsorgen, selbstverständlich werden sich die Risikovorsorgen der Banken erhöhen. Ich habe schon vorhin darauf hingewiesen, wir haben in den letzten 10 Jahren Non-Performing Loans von insgesamt 14% der Gesamtkreditvolumen auf 2% abgebaut, also massiv. Das hatte auch zur Folge, oder gleichlaufend damit wurden auch die Risikovorsorgen massiv reduziert in den letzten Jahren. Die werden natürlich jetzt wieder ansteigen. Wir haben Jahre gesehen, da waren die Risikovorsorgen weit über 100 Basispunkte, 120, 130, 140. Sie sind dann im Jahr 2018 und 2019 auf 10, 20 abgesunken und werden natürlich jetzt steigen. Aber die Kapitalbasis des Finanzwesens hat sich in den letzten 12 Jahren weit mehr als verdreifacht. Also glaube ich nicht, dass dadurch irgendwelche Probleme entstehen werden. Es geht natürlich auf die Ertragskraft der Banken, aber sie sind gut gerüstet dafür. Dankeschön. Gibt es noch Fragen aus dem Homeoffice? Das nicht. Dann haben wir hier noch zwei letzte Fragen.
Bitte. Ganz kurz noch an die Frau Wirtschaftsministerin zu den möglichen Grenzöffnungen zu Deutschland, die ja jetzt ins Spiel gebracht worden sind, auch von der Tourismusministerin. Was schwebt Ihnen denn vor, welcher Zeitraum, wann sollten die Grenzen zu Deutschland idealerweise geöffnet werden und sollte man da auch ein paar andere Nachbarländer mit einbeziehen? Ja, es ist wichtig, dass wir hier einen stufenweisen Prozess haben und wann genau, das kann man jetzt noch nicht vorhersagen, hängt immer von der gesundheitlichen Entwicklung im jeweiligen Nachbarland und auch in Österreich ab. Bei uns entwickelt es sich ja Gott sei Dank sehr, sehr positiv und wir werden hier sehen, in welche Richtung es gehen kann, vor allem mit Nachbarländern, die natürlich für unsere wirtschaftliche Wohlsein und das wirtschaftliche Entwicklung des Landes wichtig sind und ist sicher Deutschland eines der wichtigsten Länder hierzu. Dazu wird sicherlich Gespräche geben, aber das auch Schritt für Schritt. Dankeschön. Dann letzte Frage vom ORF, bitte. Der Kollege hat vorher kurz angesprochen, das Thema Auer, da gab es noch keine Antwort drauf. Gibt es da einen Zwischenstand, gibt es einen Zeithorizont, wann diese Gespräche abgeschlossen sein sollen? Und dazu noch die Frage, gibt es noch andere Unternehmen, wenn ja, wie viele, die über diese Grenze von 120 Millionen Euro kommen, mit denen auch extra verhandelt wird? Die KOVAG hat ja klare Richtlinien. Hier kann jeder einen Antrag stellen und dann wird geprüft, ob hier auch das Geld fließen kann mit den entsprechenden Garantien. Das gilt auch für die Auer und alle anderen Unternehmen. Wenn es über die Summe der genannten Grenzen hinausgehen soll, dann steht auch klar in der Geschäftsordnung drinnen, dass es hier unter Berücksichtigung von allen Kriterien auch zu Standortfragen, zu Arbeitsplatzsicherungsfragen etc. kommen muss. Diese Kriterien gelten für alle. Derzeit laufen Gespräche. Wie weit die sind, wann die abgeschlossen sein werden, kann ich Ihnen derzeit noch nicht sagen. Es gibt viele Gespräche mit Antragsnehmern. Mit der Auer gibt es auch Gespräche. So, dann sind wir sozusagen fertig. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin, Herr Minister, Herr Bundesspartenobmann. Ihnen danke fürs Kommen und den Kollegen im Homeoffice vielen Dank fürs Dabeisein.